Großeinsatz für die Hamburger Polizei. Beamte aus 12 Streifenwagen versuchen in einer Parkgarage in Hamburg-Billstedt wütende junge Männer unter Kontrolle zu bringen. Ein Zeuge hatte die Polizei telefonisch alarmiert. Hier stehen 10 bis 15 Männer, alle sind bewaffnet, gleich geht es los. Als die Uniformierten eintreffen, sind ein paar der Streithähne schon geflüchtet. Doch 8 von ihnen können noch eingekesselt werden. Wir haben dann alle Personen überprüft, Personalien festgestellt und 3 Messer wurden sichergestellt. Eine Person hatte 2 Messer und eine andere Person 1 Messer. Die Männer im Alter von 19 bis 26 Jahren sind zum Teil schon polizeilich bekannt, haben Vorstrafen wegen Eigentumsdelikten oder Körperverletzung. Auch im Parkhaus scheinen sie zu allem bereit gewesen zu sein. Als Hintergrund scheint es so gewesen zu sein, dass es in der Gruppe einen Streit gegeben hat, angeblich mit mindestens 2 anderen. Diese waren nicht mehr am Ort. Worum es aber geht bei diesem Streit, das ist uns nicht gesagt worden. Adriana Teohari hat den Polizeieinsatz gleich neben ihrem Restaurant mitbekommen und wundert sich gar nicht darüber. Sie kennt das Verhalten der Billstedter Gangs. Wenn jetzt einer einen Streit hat mit einem, lassen sie es nicht dabei, sondern treffen sich nächsten Tag wieder und dann sind das mehrere und dann können es auch 20 werden. Und dann prügeln sie sich, kommen Messer, Waffen, kommt ja alles in Einsatz hier. Ne? Und Billstedt ist schon immer eine kriminelle Gegend. Es wird immer schlimmer. Die Bilanz des Abends, 8 Festnahmen, aber nur 1 Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Denn dank des Zeugenanrufs war die Polizei dieses Mal rechtzeitig vor Ort, um Blutvergießen zu verhindern.